Ich habe jetzt von dem Makler die Informationen bekommen, was es hier so alles gibt. Also Ajman Makan Sharjah Waterfront, das ist das Projekt. Es sieht richtig, richtig cool aus, richtig heftig aus. Ein mega Vorteil, was mir sofort gefallen hat an dem Projekt, ist, dass das Wasser vom Meer direkt kommt und hier durch geht und dann hier wieder raus. Das heißt, es kommt immer wieder frisches Meereswasser, wird halt hier durch die ganze Gegend gespült. Was ich gut finde, andere vergleichbare Projekte, da ging das halt nicht, weil die haben halt sowas direkt im Inland gemacht und da ist es natürlich dann nicht möglich, einen direkten Meereswasserzugang zu machen. Deswegen hier einmal ganz, ganz großes Plus, was das Ganze angeht. Und die Location ist auch gar nicht mal so weit entfernt. Front. So, muss einmal hier kurz das mal rüberschieben. Maps, Sharjah Waterfront. Dann sehen wir sofort, also hier sehen wir auch das, ne, was sie da gerade fabrizieren. So sieht es momentan aus. Es ist gar nicht so weit bis nach Dubai. Also, ich war neulich noch dort. Ich habe ungefähr 30 Minuten gebraucht, aber natürlich je nachdem, wo du in Dubai hier unterwegs bist. Was das Ding ist, auch hier in Ras Al Khaimah bauen die momentan so eine Casino-Area und so hin. Das heißt, es kann halt gut möglich sein, dass hier so alles in diesen Bereichen hier, auch hier die Waterfront ist auch ganz cool. Schauen wir uns aber erstmal weiter das Projekt an. Also an sich von der Entfernung her gar nicht so weit. So. Also Project Location haben wir drin. 20 Minuten vom Sharjah Airport. Okay, ist cool. 25 Minuten vom Dubai Airport. Ist auch super. Natürliche Islands. Also das soll hier nicht künstlich angelegt sein, aber Wasserzugang künstlich. So. 1500 Villen, 95 Towers. Zwei. International Schools, also auch, das ist natürlich auch hier Hospital, Moscheen, the largest mall of the North of Emirates, auch ganz gut, 500 Yachts, okay, Waterpark, Design, okay. Das ist halt das Ding, ne? Wenn es so eine eigene, in sich geschlossene Community wird, dann ist es natürlich immer sehr, sehr interessant, weil davon gibt es einige überall auf der Welt und wenn die auch ein bisschen weiter weg sind, so wie jetzt 30 Minuten, ist das nicht schlimm, wenn es eine in sich geschlossene Community ist. So. Jetzt schauen wir mal weiter. So, das ist der Flyer hier. Gehen wir einmal durch. Sieht richtig gut aus. Mega. So, was haben wir hier noch? Na, schauen wir uns mal die Bilder an. Also diese Apartments hier, die starten so bei 375.000 Dirham und die Häuser sind ungefähr bei so 3,7 Millionen Dirham. Müsst ihr alles ungefähr durch vier teilen. Pools sieht schon mal cool aus. Eine Community auch. Der Bau sieht auch schön aus. Die haben auch ganz oft immer Musterwohnungen eigentlich von allen Bauträgern. So, jetzt hier mal ein echtes Bild. So, live. Man sieht, hier ist noch leer. Es ist noch alles leer da hinten. Wir haben hier so einen Abschnitt jetzt gebaut. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das Ding ist, ich habe jetzt hier haben wir noch. Ist echt mega. Schauen wir uns mal das Video dazu an. Hey brother, how are you? So this is Ajman Makan City, Sharjah Waterfront. This is the whole project, 60 million square feet. We have eight natural islands. Okay. The idea of this project, the concept, it was completely land. So we did one thing, we opened canal from there.
And there, and the company who designed this shape of the island, they created like this, just to make sure the circulation of water come in and come out every 12 hours. So every day you have fresh seawater. You don't need to use any chemical material to clean it up or for the smell or for any things. We are exactly here in the sales center. Here we will have Sharjah Oasis Mall, hotels, and this is the residential buildings. This is the first two buildings already over there. Then we launch second phase, also almost sold out. Then we will launch this building, okay, this one, this month, okay? And we have villas for sure. This is an island, which is the first island here, almost ready, the handover next year. We still have 5 bedrooms in the second row, 3. Okay. So, jetzt checken wir mal hier weiter ab. So. Also, Bilder haben wir gerade gesehen, Videos haben wir auch gesehen. Jetzt, also, was gibt es jetzt hier im Angebot? Ein Studio geht ab 375 los. One Bedrooms hat 630, Two Bedrooms hat von 900. So, Payment Plan, Ajman. So, Down Payment, also 50% muss man anzahlen. Das sind so 50.000 Euro hier. 70.000 Euro hier und hier wahrscheinlich so 90 durch 4 und dann die Hälfte. Weiß ich, 100 ungefähr. So, Payment Plan Ajman for 40, 60. Also das Ganze ist Ende 2024 fertig und dort, wenn es fertig ist, muss dann halt 60% auf einmal gezahlt werden. So, jetzt kommt das, was ich mache. Es gibt manchmal auch Zahlungspläne, die sind halt, wenn es fertig ist, dann hast du nochmal 5, 6 Jahre Zeit. Das ist jetzt, finde ich, schon so ein dicker Minuspunkt bei diesem Projekt, dass die jetzt nicht so Post-Handover-Pläne nennt sich das jetzt hier bei dem. So, for Residence, also wenn du jetzt hier in Dubai bist, hast du 10% Down Payment, during Construction 30%. Das heißt, du zahlst jetzt und dann, bis es fertig ist, ist es ja, wir sind 23, 24, also ein Jahr. Es ist alles fertig. Innerhalb eines Jahres zahlst du diese 30% ab per Rate. Wenn es dann fertig ist, musst du alles auf einmal zahlen. Jetzt kannst du hier mit einer Bank vor Ort arbeiten. Das geht aber nur, wenn du hier in Dubai bist. Und dann den Rest zahlen. So, Non-Residence ist 30% Downpayment, 10% während des Baus. Also 30% müsste man jetzt zahlen, wenn du nicht in Dubai bist. Also wenn du keine Emirates-ID hast. Ich habe jetzt eine. Wenn du hier wohnst, hast du auch eine. So, during construction 10%, also innerhalb eines Jahres 10. Das ist auch Service Charge 4 AED per Screen, ist sehr, sehr wenig. Es gibt viele, da sind 20, 25. Das sind so die Nebenkosten, die man so im Monat hat pro Quadratmeter. 4% will pay on complete registration. Tower will launch in November. Also der dritte Tower wird noch gelauncht im November. So, jetzt schauen wir mal hier, was frei ist. So, das haben wir schon gesehen. So, schauen wir uns mal die Preise an und was jetzt frei ist. Also, was haben wir hier? One Bedroom ist eine Ein-Schlafzimmer-Wohnung. Das heißt, das ist in Deutschland zählt das als Zwei-Zimmer-Wohnung. Also ein Schlafzimmer und dann Wohnzimmer. 630 AED, das ist AED immer, müsst ihr durch 4 ungefähr teilen. Aber hier gibt es zum Beispiel hier das günstigste. Da habt ihr aber City View, da habt ihr wahrscheinlich dann die, das sind hier die, dann habt ihr die Aussicht. Wahrscheinlich hier, weiß nicht, zur Stadt oder so, anstatt jetzt hierhin. Müsste man sich im Einzelnen mal anschauen, für jedes einzelne Projekt. Und hier sehen wir einmal Villen, müssten das sein. Kann man hier draufklicken? Nein. So, 3,7 Millionen. Müssten Villen sein, weil die sind schon sehr groß. Und die Wohnung, hier seht ihr, 40 Quadratmeter ist das hier ungefähr. Also Square Feet ist ungefähr 40 Quadratmeter. Wenn du Interesse hast an dieser Immobilie, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich kann das an die Makler meines Vertrauens weiterleiten. Es gibt echt viele schwarze Schafe hier. Ich selbst, wegen dem Payment-Plan, werde jetzt dann nicht investieren.
Weil ich finde es ein bisschen zu in einem Jahr so. Da müsste ich auch mal mit der Bank abklären, mal gucken, wie das da so ist. Weil es ist noch nichts da, ne? Also es ist jetzt, diese zwei Häuser sind jetzt da, also diese Hochhäuser. Und ein so ein Abschnitt ist fertig. Also da, also die zwei Häuser, ich müsste nochmal nachgucken auf dem Plan und dann so ein Abschnitt. Aber alles fehlt noch, keine Mall, kein Hospital. Alles, was die halt genannt haben da oben, da ist noch fast nichts da. Aber das Ding ist halt, wann springst du als Investor da ein? Ja, springst du da ein, wenn alles schon fertig ist und das Ganze doppelt und dreifach so teuer ist? Oder springst du jetzt in so einer frühen Phase ein? Was ich aber auch nicht gut finde an dem Projekt, dass die noch nicht wissen, wann das Ganze fertig ist. Also hätten die jetzt gesagt, zu 2028 ist das alles fertig oder 2030 oder so. Dann würde ich sagen, okay, cool, kann ich mitrechnen, aber es ist halt komplett offen. Ne? Ich habe gefragt, hey, wann ist es denn alles fertig? Die haben gesagt, wissen wir noch nicht. Das ist auch so ein Minuspunkt und der Zahlungsplan ist ein Minuspunkt, aber muss jeder für sich natürlich selbst entscheiden. Also die zwei Sachen sind für mich momentan ein Nein, weil es noch andere gute Projekte gibt. Würde es jetzt aber keine anderen geben, dann würde ich wahrscheinlich das auch kaufen. Und darauf spekulieren, dass die, ich hoffe mal, 2030 fertig sind mit allem so. Hier in Dubai kann sowas sehr, sehr schnell gehen. Wie gesagt, wenn du Interesse hast, schreib gerne. Schreib mir auch gerne deine Meinung dazu und alles andere kann ich immer gerne weiterhalten. Oder wenn du sagst, hey, ich habe ein gewisses Budget, ich suche da momentan das Beste. Also ich bin eigentlich fast jeden Tag bekomme ich immer Angebote zugesendet und analysiere die für mich selbst als Investor. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn ich das für mich selbst analysiere, kann ich das auch eigentlich mit euch teilen als Community. Und euch auch direkt an die richtigen Personen weiterleiten, mit denen ich schon seit Jahren zum Beispiel arbeite oder die ich geprüft habe, um zu schauen, wer gut ist, damit ihr auch einfach gute Deals habt und auch sicher in Dubai abschließt, weil du hast halt ganz oft zum Beispiel, der Makler ist jetzt nur an dieses eine Projekt gebunden. Wenn ich ihn sage, was gibt es denn noch gute Investmentmöglichkeiten? Sagt er, es gibt nur das. So, ja, aber ich brauche halt Unabhängige und das ist einfach unglaublich selten in Dubai, dass jemand unabhängig ist, weil in den meisten Fällen verkaufen die halt entweder das, wo es die meiste Provision für die gibt, oder die sind einfach an ein bestimmtes Projekt oder so gebunden. Und die wollen natürlich, wenn die sagen, hey, wir starten jetzt dieses eine Projekt und bekommen halt den Auftrag, hier in dem Haus zum Beispiel alles zu verkaufen. Dann werden die natürlich versuchen, dir alles in diesem Haus erstmal zu verkaufen, weil die wollen halt hier zum Bauträger hin, will die Agentur natürlich auch gut dastehen, dass die halt möglichst viel verkaufen können und mehr Aufträge bekommen. Deswegen ist immer alles, muss man einfach analysieren. So, die ganze Stadt, den Markt und alles Mögliche. Bis dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten, bei der nächsten Analyse. Folgt mir unbedingt für mehr und schreibt mir gerne jederzeit, wenn du etwas Bestimmtes suchst in einer Preisklasse. Meine Agenten wissen schon, dass die mir nur Gutes anbieten dürfen. Bis dann.